Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu Sexer Sock der Fallout 4. Hier mit der Maya Müller am Start und der freundlich Fashion Piper. Und wir sind hier bei den Kenjis. Und da wurde die Tochter anscheinend entführt oder ist verloren gegangen oder ist vielleicht auch selbst weggegangen. Man weiß es nicht so ganz genau. Zumindest hat Herr Valentine so gesagt, wir sollen uns das hier mal so ein bisschen anschauen. Und wir werden mal mit den Herrn Kenji Nakano darüber sprechen. Mr. Nakano? Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Ja, Grüne fürs Verschwinden bitte mal. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen, du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Dann erzähl mir mal bitte was noch über das Funkgerät. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen. Und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Dann erzähl mir mal noch ein bisschen was über Kazumi. Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Dann erzähl mal was über ihren Großvater. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Tja. Gut, dann haben wir erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Gut, dann wollen wir mal in 44 Meter mal das Bootshaus untersuchen. Da vorne ist das auch schon. Ich werde mal sicherheitshalber meine Taste mal drücken, weil wir wissen es. Ja, es gibt oft da mal so eine Überraschung. Erstmal der kleine Nebengebäude. Hallo Nebengebäude. Schaufel. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Ja, auf jeden Fall. So, hier sind sonst keine großartigen Spuren zu sehen. Nö, hinten ist auch nichts. So, das Bootshaus selber. Hier geht Strömling ran, da geht Strömling ran. Aha. Interessantos. Ja. Hier ist ein kaputter Computer. Dann haben wir noch einen Bilderrahmen. Du findest einen im Rahmen versteckten Schlüssel. Aha. Sehr interessant. Sehr gut, dass man hier mal sowas anschaut. Was haben wir denn noch hier? Man weiß nie, wozu man das alles braucht. Schön alles hier mitnehmen. Halt, Klebeband, Schlosser, Hammer. Ich trage zu viel. Piper, kommen Sie mal bitte mal her. Aufgepasst. Ja. Hm? Du darfst mal bitte, weil das Wetter so schön ist, meinen ganzen Schrott hier nehmen. Da sehen wir sozusagen regelrecht die Funde schwinden. Alter, haben wir uns schon mal eingedeckt hier. So. Meine Munition. Hilfsmittel. So. Ah, da geht noch was. Kleidung. Gelber Pilotenhelm. Wo hat denn den hier? Lederkombi. Ach, das war von den einen Angriff. Vom Watten sonst.
Piper kann auch nicht mehr. Naja. Übliche Problem. Kabellagen. Das erinnert mich jetzt so an so typische Puzzlespiele. Kennt ihr die auch? Soll ich mal ein Puzzlespiel spielen? Dann kann man da noch so was in die Verdrahtung machen und dann muss man dann immer rausfinden, wo was ist oder so. Ne? Ja, ja, die typischen Puzzlespiele. Hier ist sonst nichts weiter. Hier ist eine Beleuchtung, die dahin zeigt. Warum auch immer. Halt, was ist das da? Opas Notiz. Meine liebe Kasumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Schlüssel! Ja. Gucken wir mal rein. Aha, Klebeband und vor allen Dingen Kasumis letztes Holoband. Das klingt so ein bisschen theatralisch. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, was ich bin. Oder aber du weißt schon, etwas mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen. An dem sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher. Und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Ja. Die Geschichte nimmt eine sehr interessante, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, Entwicklung auf. Eine sehr interessante Entwicklung. Aber ich weiß nicht, ob die Geschichte mir schmeckt. Das kann ich so noch nicht sagen. Ja, Papa, was sagst du dazu? Entschuldigung, Mr. Nakano? Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ist Kasumi menschlich? Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn! Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Bist du sicher? Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Schon mal nach Norden gereist? Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte, nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Aha. Was ist da draußen?
Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Ich nehm's. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Und hier die Belohnung, die wir vereinbart hatten. Du bekommst noch etwas, wenn Kazumi sicher zurück ist. Ja. Das ist ja mal ein Ding. Und was für ein Ding? Man könnte sagen, das ist ein Riesending. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Geschichte mir gefällt. Hallo Katze. Ja, was los? Ja, komm mal her. Musch, musch. Ja? Sieht fast aus wie Jenny. Hat auch einen Schwanz und zwei Ohren und vier Pfoten. Nur, dass Jenny anthrazitfarben ist. Ja, so wie eine typische Siamkatze halt und damit blaue Augen. Ja. Eigentlich müsste ich mich vorher entmüllen. So theoretischerweise, bevor ich hier weitermache. Maya, Piper meine ich, wollen wir uns entmüllen? Ja? Wir entmüllen uns erstmal und dann gehen wir wieder hierher. Wo wollen wir denn uns entmüllen? Bin gerade noch am überlegen. Diamond City? Diamond City Markt? Homeplate? Ja. Auf nach Homeplate. Entmüllen wir uns da. Ja. Und dann wollen wir mal gucken. So, wir sind in Homeplate angekommen. Yeah. Was ist hier mit der Beleuchtung los? Das sieht komisch aus. Hier geht's, oder? Da sieht's so scheibendreiß aus. Was ist mit der Beleuchtung los hier? Hm? Warum doesn't work this hier? Hm? Gut, komm mal her, Piper. Aufgepasst. Genau, handeln. Suchst du was Bestimmtes? Ich suche immer was Bestimmtes. Und zwar bitte alles nehmen. Okay. Danke sehr. Was hast du vor? Das weiß ich gerade. Und zwar, ich will alles einlagern. So, einmal bitte gesamten Schrott lagern. Danke sehr. So, und jetzt werden wir die Waffen und die Rüstungsteile sozusagen entdingsen. Das heißt, wir gehen mal auf Waffen. Was haben wir denn hier an Waffen? Wir haben ja sowas hier. Bam. Dann gehen wir mal auf Kleidung. Dann haben wir diesen gelben Pilotenhelm. Die Lederkombi haben wir. Dann haben wir den Harnisch, das Ding hier und das Teil. So, super. Dann einmal Menü und schon geht die Recycelei los. Leder, Leder. Ganz viel Leder. Das sieht doch super gut aus. So, das haben wir. Aber warum geht die Beleuchtung jetzt hier nicht mehr? Was ist hier los? Da ist der Kabel dran. Was ist hier los? Haben wir die Stromrechnung nicht bezahlt oder... Produziert Strömling. Ist dran. Baba, was ist jetzt los? Okay. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ich will fast überlegen, ob wir mehrere von diesen Fässern machen, weil die irgendwie so ein schönes Schmuschmulicht bringen. Sonstiges Energie. Ich weiß noch nicht, wo ich es hatte. Dekoration war das bestimmt. Bodenbelege und dann war hier bei Sonstiges. Tatsächlich. Einen können wir noch bauen. Machen wir mal den hier hin.
Yes. Hä? Schöner Schmuschmulicht ist das super. Können wir theoretischerweise hier oben noch eine Disco-Lampe anbringen? Ich hoffe mal, ja. Mal sehen, ob ich sie auf der Eile finde. Ja. Wow. Die dreht sich sogar richtig. Warum die nicht? Aha. Okay. Aha. Ja, alles ein bisschen glitschig, aber es funktioniert. Gut, dann wollen wir mal raus. Jetzt sind wir hier sozusagen entmüllt. Du bist immer für mich da, wenn ich dich brauche. Oh ja, das bin ich. Gut, dann werden wir wieder da hochreisen. Und wenn wir da oben sind, schnappen wir uns das Boot. Müssen wir erstmal da oben hinkommen. Vor allen Dingen, jetzt müssen wir erstmal wieder aus dem Ladescreen rauskommen. Ja? Also ja, mal so ein bisschen eine Geschichte. Aber zumindest sind die Ladescreene hier nicht so langwierig wie bei Sims 4. Das ist schon mal eine ganz positive Sache. So, dann wollen wir mal Karte öffnen. Bisschen raus. Scrollen. Haus der Nakano. Danke sehr. Hinreisen. Was ist denn das für ein Vieh? Die als Rust Devil bekannte Raiderbande stellt auf Technologie und ist clever genug, sie einsetzen zu können. Diese Neulinge im Commonwealth zerstören häufig Roboter, um ihre Teile zu... Ja, um an ihre Teile zu kommen. Jo. Dann wollen wir mal zum Boot. Da ist es. Hallo, Muschmusch. Ja, Mau. Wollen wir mal ran. Bootsteuerung aktivieren. Und wir reisen nach Far Harbor. Mensch. Das ist jetzt gerade komisch. Aha, aha. Er setzt erstmal so zurück. Wow. Das ist Automatiksteuerung. Guckt euch das mal an hier. Sehr merkwürdig. Ich finde das ein bisschen suspekt, aber okay. Die Stadt Far Harbor wurde vollständig auf einem Küstenpier am Rande der Insel errichtet. Ja. Welcome to Far Harbor. Okay. Das sieht hier sehr nebelig aus. Was sagt denn die Karte? Das ist eine eigene Karte oder was? Die Insel. Ja, mit Inseln kenne ich mich ja mittlerweile gut aus. Ach du Schande. Das ist eine eigene Karte. Okay. Oha. Freundlich sieht das hier nicht wirklich aus. Ich hab so ein ungutes Gefühl. Boah, das sieht aus wie Gespenster. Errungenschaft freigeschaltet. Weit weg von zu Hause. Ein Spaziergang im Park. Sprich mit dem Begrüßungskomitee. Ich lasse gerade noch so ein bisschen die Kulisse auf mich wirken. Es gefällt mir hier nicht wirklich. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner.
damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Ich suche Kazumi. Fahabor? Wo bin ich hier? Also, vor langer Zeit war das mal eine Touristenstadt. Meine Leute leben seit Generationen hier und auf der Insel. Aber jetzt drängen sich alle auf den Docks und versuchen, einen weiteren Tag zu überleben. Wir haben hier einiges an Problemen. Du willst da aber nicht mitmachen, oder? Ich suche eigentlich Kazumi. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir! Vorsicht am Rumpf! Fall bloß nicht runter! Wenn Aha. du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Die Seefahrerin kommt. Was ist eine Seefahrerin? Da draußen ist was. Das sind sehr seltsame Lampen hier. Das ist keine Übung. Was zum Teufel? Augen auf, Leute! Was zur Hölle kommt da? Hier draußen Verwundete. Seefahrerin? Keine Zeit. Sieh in den Nebel. Sie kommen. Schlinger! Mein Gott! Verteidigt euch! Macht euch bereit! Was ist da los? Was ist da? Eine Splittermine? Keine Chance auf Treffer? Was sind das für Viecher? Was knallt da auseinander? Verschlinger. Aha. Junger Schlinger und noch ein junger Schlinger. Wir wollen erstmal ein bisschen gucken. Du willst tanzen. Gut, tanzen wir. Ja. Oder wir ballern mit. Warte mal, wir ballern mal mit. Wir schalten mal um. Warte mal. Inventory. Waffen. Lasermuskete oder mit Zielfernrohr? Ich nehme mal die hier. So, 65er, den Kopf. Danke sehr. So. Komm mal her, du kleines Hamster. Ja. Baller, baller, baller. Wo ist er hin? Da ist er. Nanu. Da ist er wieder. Was haben wir denn? 66er Schädel. Basisbruch. Einmal schön Crit rein. Mist. Verdammte Hacke. So, einmal Reloading. Jetzt rennt er wieder weg. Wo bleibt er? Komm ran. Da ist da auch noch so ein Hamster. Treffe ich den überhaupt? Junger Verschlinger, da haben wir es. Bauch, linker Arm. So, gib mal hier rein und fertig. So. Gegner, passt auf! Da kommen noch mehr. Körper. Dann drücke ich mal einer rein. Wir haben zumindest sehr interessante Fauna hier rumlaufen. Ne? So, Schädel. Da rennen sie wieder weg.
Die sind sehr brav am Flitschen hier immer. Na? Kommt da wieder? Werden wir mal eine andere Position hier knapp. Autsch. Junge, seid ein bisschen vorsichtig mit euren Zeug, was ihr da rumschmeißt, ne? So, da haben wir ihn. Was haben wir? Körper, 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 Kopf. Natürlich Kopf. Kritischer Schlag gegen legendärer Schlinger. Yeah. Na, wo gehst du hin? Na, kommst du nicht? Wo bleibt er? Deswegen, wenn meine Schroti runterrennen würde, geht's denn hier nicht irgendwo runter? Das sieht nicht so aus. Hm. Da sind die zwei. Er zählt noch nicht als gelöst. Die müssen theoretischerweise noch gegrillt werden. Ich werde gleich runtergehen hier, aber ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. Das ist der Blöde. Das sieht nicht gut aus. Die Lampen machen mich irre hier. Ah. Incoming Enemy. So. So, der liegt. So, der liegt auch. Auf dem Bereich können wir theoretischerweise Schrotflinte machen. Ja. So. Damit. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Da kommt noch was? Angler! Sammeln! Verteidigt den. Was sind das für Viecher? Kopf, Torso. Wir lassen sie mal ein bisschen näher kommen. Kommt mal ran, ihr lieben Viecher. So, was haben wir denn da? Kopf haben wir. Den rechten Arm bitte mal weg. So, der hat gesessen, der Schuss. Sauber. So, damit ist der hinüber. Ich werde mal gucken, ob ich eine etwas bessere Position bekomme. So. Oh, hier brennt alles. Das ist ganz blödes Kino hier. Da ist eine Splittermine. Nee. Sind es die Viecher gewesen? Okay. Gut gemacht, alle. Okay. Öffnet das Tor. Juhu, das Tor ist geöffnet. Wo das Tor auch lang geht. Wir müssen anscheinend darunter. Das war ein sehr interessanter Empfang hier, muss ich mal sagen. Lassen Sie mich mal wieder hier durch. Warte mal, ich werde gleich mit dir quatschen. Nachdem wir uns hier genüsslich getan haben. Oh, da war was dabei. Ja, den hat's gerissen. Den hat's ja nicht gerissen. Was haben wir denn da noch? Noch jemand, den es gerissen hat. Das sind ja alle ganz schön gerissen hier. Ja, Anglerfleisch. Toaster. Wir haben einen Toaster bekommen. Okay. Da war wieder was dabei. Ich hämmer hier so durch. Das ist der Hammer.
So, das dürfte es rein theoretischerweise gewesen sein. Ja. Aber wie gesagt, die verwirbeln, denn das Tier so, das sieht ganz komisch aus, als ob da irgendwelche Geister wären. Ja, aber hier sieht's dann gelootet aus. Okay. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann quatscht die junge Dame da an und dann schauen wir mal, was hier eigentlich Sache ist und ob wir sozusagen die junge Dame finden und so weiter. Ihr versteht schon, was ich meine. Oh, hier ist auch noch Zeug. Gut, also bis morgen. Ciao, ciao.